Ja, Kulturentwicklung hat ja zwei Komponenten, liegt ja schon im Wort. Kultur und Entwicklung. Und mit Kultur meinen wir natürlich in dem Kontext Unternehmenskultur. Und die praktischste Definition von Kultur ist die Art und Weise, wie wir das Geschäft machen. The way we do business here. Also es geht um Verhaltensmuster, dort sieht man am deutlichsten, was Kultur ist. Und Entwicklung heisst Entwicklung, Veränderung, Wandel, Kulturwandel. Man redet ja häufig auch von Kulturwandel. Und das heisst, es geht darum, wie wir Verhaltensmuster, die sich eingeschliffen haben, verändern. So, dass das Unternehmen auch in Zukunft bei veränderten Rahmenbedingungen wieder erfolgreich ist. Eine Kultur entsteht ja immer dadurch, dass man mit bestimmten Verhaltensmustern Erfolg hat. Und wenn man mit dem Verhalten Erfolg hat, prägt sich eben ein, aha, das ist gut, das sind dann Werte, aha, das ist richtig oder falsch, das wären dann Normen, aha, das ist erlaubt oder geboten oder verboten bei uns, das wären dann Regeln, weil es eben in der Vergangenheit zu Erfolg geführt hat. Und das heisst, die Kultur muss man dann verändern, wenn man glaubt, mit den bisherigen Verhaltensmustern ist man in Zukunft nicht mehr erfolgreich, weil sich eben der Markt verändert hat oder eine Gesetzgebung verändert hat oder was auch immer. Also immer dann, wenn ein Unternehmen oder die Führung glaubt, mit den bisherigen Verhaltensmustern, die sich so etabliert haben, sind wir in Zukunft nicht mehr erfolgreich, dann sollte man Kulturentwicklung machen. Wir haben drei Strategien zur Kulturentwicklung. Das eine setzt direkt beim Verhalten an. Beim Verhalten der Leute. Dass man mit den direkt Betroffenen diskutiert, was ist denn für euch in Zukunft erfolgreiches Verhalten? Was sind Verhaltensmuster, die für euch erfolgreich sind? Und eng damit verbunden ist das Arbeiten mit der Führung. Dass man mit den Führungskräften diskutiert und erarbeitet, wie könnt ihr jetzt das Verhalten auch fördern? Wie könnt ihr das einfordern? Und wie können wir das auch sanktionieren, wenn sich Leute nicht daran verhalten? Bis hin, dass man auch mal ganz deutliche Zeichen setzt. Zeichen setzt zum Beispiel, dass man mal jemanden entlässt, der sich einfach partout nicht nach diesen neuen Verhaltensmustern verhalten will. Die zweite Strategie ist, dass man mit den Leuten daran schafft, was sind denn zugrunde liegende Überzeugungen, was sind Glaubenssätze, was sind Normen, was sind Spielregeln, die das Verhalten produzieren. Da eignet sich vor allem auch Grossgruppenanlässe, dass man 100, 200, dass man ganz viele Leute in den Raum nimmt und mit ihnen das diskutiert. Das gibt dann auch das Zugehörigkeitsgefühl und eine Wertschätzung, die dann auch wieder hilft, dass die Leute motiviert sind, das Verhalten zu zeigen. Und die dritte Strategie ist die Strategie der Strukturen, der Prozesse, der Instrumente. Das heisst, wir passen die HR-Instrumente an, dass man auch die richtigen Leute selektiert, ins Unternehmen hineinholt, wo schon die Werte leben, dass man die richtigen befördert, wo die Kultur lebt, dass man es schult, dass man die richtigen belohnt, das richtige Verhalten belohnt und das falsche eben bestraft oder nicht belohnt, mindestens. Ja, das sind die drei wichtigsten Strategien. Ja, wie gesagt, Kultur ist die Art und Weise, wie sich die Leute verhalten. Und das ist natürlich extrem erfolgswirksam. Also, es gibt ja jetzt schöne Beispiele. Bestimmte Banken, oder, wo man sieht, wohin das es führt, wenn sich Mitarbeiter dysfunktional verhalten. Wenn sie ihren eigenen Erfolg zum Beispiel zu fest optimieren, statt den gesamten Erfolg. Besonders bei Dienstleistungsunternehmen, wo das Verhalten der Leute ganz eng an den Kunden gekoppelt ist. Also wenn man in ein Restaurant geht, dann merken wir ja sofort, wie sich die Leute verhalten. Dort ist es besonders wichtig. Weil dort entscheidet wirklich das Verhalten der Mitarbeiter und auch der Führungskräfte direkt über den Erfolg. Bei anderen Unternehmen, wo es mehr ein Produkt ist, wo man trennt, oder, wo man dann verkauft, dort ist Kultur primär natürlich ein Faktor von, wie effizient ist das Unternehmen, wie gut schafft es zusammen, wie innovativ ist es so. Also man kann sagen, Kultur ist der zentrale Erfolgstreiber eigentlich. Also eigentlich gibt es nicht wirkliche Grenzen für eine Kulturentwicklung. Es gibt einfach Faktoren, die Kulturentwicklung leichter machen. Zum Beispiel einen grossen Leidensdruck. Man merkt, hey, wenn wirklich offensichtlich ist, hey, wie das Verhalten kommt, bringt keinen Erfolg mehr in Zukunft, weil es hat sich so viel verändert. Auf der anderen Seite, wenn ein grosser Leidensdruck ist, dann kann auch wieder sein, dass die Leute keine Zeit haben. Oder? Dass sie so mit dem Überleben beschäftigt sind, dass sie sagen, jetzt haben wir keine Zeit für Therapie. Oder? Jetzt sind wir genug beschäftigt mit dem Überleben.
So, also wenn es ganz extrem ist, wenn es wirklich ums Überleben geht, dann ist Kulturentwicklung schwierig, weil einfach die Ressourcen fehlen. Oder? Auf der anderen Seite, ein gewisser Druck ist wichtig und gut, weil das treibt auch, das gibt die nötige Energie und die nötige Kraft. Also Complex Change, Beratungsfirma, die gibt es jetzt seit 12 Jahren. Wir begleiten Kulturentwicklungsprozesse in den Unternehmen. Und zwar wirklich den ganzen Prozess. Also einerseits bauen wir in der Organisation Prozessorganisation auf. Oder man könnte sagen Projektorganisation, wenn man es als Projekt anschaut. Also das Steuerungsgremium, das Prozessteam, das den ganzen Prozess steuert und ausdenkt, was machen wir, auf welchen Ebenen schaffen wir, Interventionen ausdenkt, was machen wir überall. Feedback-System aufbaut, wie messen wir das Ganze, wie messen wir den Fortschritt, wie merken wir, ah, da müssen wir korrigieren, da müssen wir etwas anderes machen, etc. Dann beraten wir die einzelnen Interventionen, wir sagen den Prozessarchitektur oder die Roadmap, also was ist jetzt auf welchen Ebenen genau zu machen, da haben wir einen grossen Erfahrungsschatz, in vielen Unternehmen schon gemacht, wir können Ideen eingeben, das könnte man machen, auf dieser Ebene könnte man, auf der könnte man noch eine Intervention machen. Und das Dritte ist, wir machen dann die Interventionen auch. Häufig ganz enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, häufig gibt es auch intern ganz viel Kompetenz. Aber wir moderieren beispielsweise Workshops, wir gestalten Grossgruppen-Events, wir machen Projekte, wir machen sogar Internetauftritte oder Kommunikation dann mit Zulieferern und internen Partnern. Wir begleiten wirklich grossflächige Kulturentwicklungsprozesse in kleinen, mittleren und grossen Unternehmen.